Hat der Orden mich im Bunker eingekerkert und nach Wales entführt? Nein. Wir erfuhren erst durch Miss Wally, dass du hier warst. Wir beschlossen, dich von hier fortzubringen und dir reinen Wein einzugießen. Doch plötzlich warst du wie vom Erdboden verschwunden. Wir befürchteten, Angelina hätte dich erwischt. Angelina war es nicht. Oder zumindest nicht allein. Im Gefängnis war ein Mann mit einer Maske. Das war niemand von uns. Oder zumindest hoffe ich das. Der Orden durchkämmte das ganze Gebiet. Und ausgerechnet in unserem eigenen Versammlungsraum fanden wir dich endlich. Wir betäubten dich und brachten dich nach Wales, in Eleanors altes Schloss. Miss Valley war schon unterwegs, um dich über alles aufzuklären. Doch als sie ankam, warst du weg. Ich meine, dieser maskierte Mann, der hinter ihm her war, das könnte ja im Grunde auch Angelina gewesen sein, oder? Ich meine, man weiß ja nicht, ob es wirklich ein Mann war. Und auch weil die Stimme sich von dem so ein bisschen komisch anhörte. Es kann doch sein, dass sich Angelina die Verkleidung von Boris geschnappt hat, der ja dann tot war. Welche Rolle spielen Bates und Lady Victoria? Sie haben wie ich miterlebt, was der Fluch aus einem guten Menschen machen kann. Also haben sie ihr Leben der Aufgabe gewidmet, es nicht wieder geschehen zu lassen. Sie haben den Orden wieder zum Leben erweckt. Einen Orden, der vor Jahrhunderten gegründet wurde, um gegen den Fluch und seine Auswirkungen zu kämpfen. Bis er leider in Vergessenheit geraten ist. Wir alle haben dafür teuer bezahlt. Wer ist Mitglied im Orden? Victoria, Bates, aha, Eleanor und ich stehen hinter dem Orden. Aber die eigentliche Arbeit tun andere. Die junge Miss Wally zum Beispiel. Sie ist die Anführerin. Weil ihr Bruder Vic Samuel zum Opfer gefallen ist. So ist es. Ah, ja. Ja, macht ja alles Sinn, ne? Wer hat Angelina ermordet? Wir wissen es nicht. Victoria meinte, vielleicht hätte Angelina sich im Wahnsinn etwas angetan. Indem sie sich selbst mit Benzin übergießt und anzündet? Blödsinn. Ich weiß. Vielleicht haben wir einen weiteren Gegenspieler, von dem wir nichts wissen. Oder kann ich es gewesen sein? Unmöglich. Wir haben dich durch die Kanalisation verfolgt. Du hättest nicht genug Zeit gehabt, an die Klippen zu fahren und sie umzubringen. Dann war es also der große Unbekannte. Ich bezweifle, dass er uns unbekannt ist. Es muss jemand sein, der über alle Vorgänge im Schloss informiert ist und der vom Orden weiß. Einer von uns. Wer? Wenn ich es wüsste, hätte er seine Tat schon bereut. Angelina war ein gutes Kind. Sie hätte sich erholt, so wie du es auch getan hast. Wir hätten sie nur für immer von hier fortbringen müssen. Also ist Angelina tatsächlich gestorben? Okay. Ja, ich bin eigentlich bis jetzt immer davon ausgegangen, dass dem nicht so ist, aber na gut. Dann werde ich das wohl so akzeptieren. Aber wer könnte denn der Maulwurf sein? Ich meine, mit ihrer Theorie, dass es jemand ist, den wir bereits kennen, stimme ich durchaus überein. Ich glaube nicht, dass es irgendein neuer, fremder Charakter ist, der noch nicht eingeführt wurde, weil wir ja doch schon ein bisschen weiter im Spiel sind. Aber wer könnte es sein? Eigentlich hatte ich zuerst Bates in Verdacht. Aber ganz ehrlich, Bates kann es nicht sein, oder? Ich weiß nicht. Er ist viel zu krank und eigentlich auch viel zu gutherzig. Dann hatte ich überlegt, könnte es vielleicht Louis sein? Aber ich glaube nicht, dass Louis Bescheid weiß. Also über die ganze Geschichte und alles hier mit dem Orden und so weiter und so fort. Aber wer könnte es sonst sein? Miss Valley? Miss Valley wird es nicht sein. Die wird, oder? Vielleicht weil sie so verbittert darüber ist, dass ihr Bruder da gestorben ist, dass sie jetzt einfach nur noch Blutrache haben will und deswegen
Blutlinie der Gordons auslöschen möchte. Und dadurch hat sie erst Angelina umgebracht und jetzt ist sie hinter uns her, um uns endgültig den Garaus zu machen. Das könnte vielleicht sein. Na gut, Fragen über Fragen. Und was geschieht nun mit mir? Du musst fort von hier. So weit wie nur möglich. Ja, das sehe ich auch. Wir wissen nicht, wer Angelina umgebracht hat. Derjenige könnte auch hinter dir her sein. Du meinst hinter meinem Blut. Deswegen müssen wir dich fortschaffen und dir eine neue Identität besorgen. Und zweitens musst du um deiner selbst willen fort von hier. Dieses Schloss, diese ganze Gegend ist nicht gut für dich. Ja. Ich befürchte, dass du dich wieder verändern wirst, wenn du länger hier bleibst. Du wirst Wahnvorstellungen bekommen. Oh, die haben wir schon. Vielleicht irgendwann Dinge tun, die du nicht tun willst. Du meinst, ich sehe Dinge, die gar nicht da sind? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es deinen Vater dazu gebracht hat, einen 12-jährigen Jungen abzuschlachten. Also gut. Ich werde gehen. Mom, sehen wir uns wieder? Sprich mit Bates. Er sollte sich um Flugtickets für dich kümmern. Du reist nach Florida. Dort werden wir uns in einigen Wochen wiedersehen. Ja. Ich. Sehr gut. Es ist alles zu viel, das weiß ich. Aber du wirst es eines Tages verstehen. Wir werden darüber reden und ich erkläre dir alles so gut ich kann. Mom. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Sie wissen es also, Master Adrian. Ja. Warum haben Sie nichts gesagt? Als ich Ihren Akzent hörte, vermutete ich, dass Sie es seien, Master Adrian. Aber ich kannte Sie nur als Kind und aus Erzählungen Ihrer Adoptivmutter. Sicher war ich mir erst, als Sie mir das Foto von Miss Angelina gezeigt haben. Sie wussten von Ihrem Tod? Ja. Die Lady und ich sind heute in aller Früh mit dem Wagen zur Unglücksstelle gefahren. Aha. Unsere Quellen bei der Polizei haben uns verständigt. Warum dieses Versteckspiel? Warum haben Sie mir nicht einfach gesagt, was ich wissen muss? Wir wussten nicht, wie Sie reagieren würden. Ich bin vorhin ins Dorf gegangen, um Miss Valley und die anderen zu informieren. Aber ich konnte niemanden finden. Lady Victoria hielt es für das Beste, Sie zu beschäftigen und im Auge zu behalten, bis... Nun ja, Verstärkung eintreffen würde. Das wird nicht nötig sein. Ich gehe freiwillig. Das freut mich sehr. Fragen Sie Louis nach den Tickets. Sally sollte ihn beauftragen, die Tickets aus einem Reisebüro im nächsten Ort zu holen. Okay. Ich danke Ihnen, Bates. Wo sind die Ladies? Sie haben sich zurückgezogen. Die letzten Tage waren sehr anstrengend für Sie. Sie wissen, dass es noch einen unbekannten Gegenspieler geben muss? Ja, ich glaube, jemand hat mit Miss Angelina zusammengearbeitet. Jemand aus dem Schloss? Oder aus dem Dorf. Zumindest jemand, der sich gut auskennt. Und der schließlich seine Partnerin aus dem Weg schaffte. Ja, aber wer aus dem Schloss soll's denn sein? Dann doch eher aus dem Dorf, oder? Ja, schade, dass die Ladies sich zurückgezogen haben. Ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne nochmal mit denen gesprochen. Schauen wir mal ins Buch. Abreisen. Ich soll Bates auf meine Flugtickets ansprechen. Er hat den ersten Flug raus aus England für mich gebucht. Bates hat Sally zu Louis geschickt. Er sollte ins Dorf fahren und die Tickets abholen. Vielleicht ist er schon zurück? Ich muss hier weg. Ob etwas dran ist? Schadet mir das Schloss wirklich? Ich hatte Visionen. So viel steht fest. Aber die hatte ich auch schon in Neuengland. Ein Teil von mir will sich weit weg unter einen Stein verkriechen und alles vergessen. Ein anderer will bleiben und... Ja... Was? Nee... Ich finde, das ist sinnvoller, wenn wir gehen. Dann gehen wir mal nach Louis gucken.
Ja, das waren jetzt auf jeden Fall einige Informationen, die wir hier bekommen haben, ne? Ich finde das echt gut, wie sich die Geschichte hier so aufbaut und entwickelt und alles. Das ist schon... Da merkt man schon, dass da ziemlich viel Hirnschmalz reingeflossen ist. Hey, Louis! Was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Sind Sie schon wieder zurück? Wovon sprechen Sie? Hitz meinte, er hätte Sally zu Ihnen geschickt, damit Sie zum Reisebüro fahren. Wozu denn ein Reisebüro? Hä? Wenn er Sie rausgeworfen hat, kann er Sie auch einfach so in den Zug setzen. Sie meinen, Sally war nicht hier? Hab sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Oh. Was soll das? Lügt er? Oder Sally? Oder ist es... Bates? Ist einer von den dreien der Mörder? Hm. Nur einer von ihnen hat das Grundstück verlassen, nachdem ich hier angekommen bin. Auf Wiedersehen. Dann doch eher Louis, muss oder? Muss nicht sein. Ja, Louis. Aber ich weiß nicht, der macht mir nicht so den Eindruck des Oberbösewichts. Also als wäre er sehr schlau oder so. Louis behauptet, dass Sally ihm keinen Auftrag von Bates überbracht hätte. Einer von den dreien lügt und will mich noch ein wenig hier behalten. Ja, aber wofür denn? Sally suchen. Laut Louis hat Sally ihn nicht auf die Tickets angesprochen. Entweder lügt er, Bates oder Sally. Wo steckt die überhaupt? Ja, in der Küche ist sie nicht. Hm. Wo könnte Sally sein? So, da war sie ja nicht. Dann gehen wir mal hier in die Bibliothek. Nee. Hier ist sie wohl auch nicht. Alles bereit für die Tea Time. Ja, aber na gut. Ich dachte, da liegt vielleicht noch irgendwas oder so. Hm. Dann vielleicht oben. Die war halt sonst immer in der Küche am Kochen, ne? Ist schon komisch. Obwohl, ich glaube nicht, dass die im Bates Zimmer drin ist. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Okay, dann nicht. Mann. Mein Gott! Sally! Oh. Ausgerutscht? Sie... Hä? Sie ist tot! Was ist das? Denk nach, Darren! Bates könnte ihr wirklich den Auftrag für die Tickets gegeben haben. Der unbekannte Gegenspieler hat sie dann ermordet, bevor sie zu Louis gegangen ist. Ja, aber wie? Das heißt, alle drei könnten unschuldig sein. Oder besser gesagt, nun könnte wieder jeder im Schloss hinter meinem Hals her sein. Naja, außer Sally. Ach Herrn, die Arme. Sie ist die zweite junge Frau, die jemandem im Weg stand. Die war doch so eine Nette. Aber wie ist die denn umgekommen? Also hier ist Wasser, wurde die jetzt ertränkt? Aber warum hatte die so komisch gelbe Eiterdinger und keine Pupillen und nichts mehr? Das sah doch sehr merkwürdig aus. Eher wie eine Krankheit oder sowas. Und was das hier auch noch bedeutet, Adrian. Der Gegenspieler ist hier, ne? Weil, wie wurde denn Sally sonst umgebracht? Und warum ist das Fenster offen?